ein Video drüber machen, diese Dinge, die wir uns wünschen. Wir wissen ganz genau, unser Kopf hat es schon oft genug gehört. Wir sind die Schöpfer, wir können alles kreieren. Und dennoch klappt es nicht. Und dennoch kreieren wir uns Dinge, die wir eigentlich nicht möchten. Und dennoch haben wir immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen in unserem Leben, Situationen in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Aber das Gute an dieser ganzen Sache ist, die Wahrheit ist, wenn wir etwas in unser Leben kreiert haben, wenn Situationen in unserem Leben sind, wenn Menschen in unserem Leben sind, wo es uns nicht gefällt, die Wahrheit ist, auf irgendeine Art und Weise, die wir vielleicht nicht wissen, haben wir uns das kreiert. Und wir können es anders haben. Wir können es anders kreieren. Aber es ist einfach so wichtig zu wissen, wo ich suchen muss. Ich muss suchen, was sind die Überzeugungen? Was sind die Glaubenssätze? Was sind die Ängste? Was sind die Sorgen, die meine Kreation auslösen? Weil wenn wir aus Angst, wenn wir aus Sorge, wenn wir aus Bedenken oder auch aus Logik versuchen, Dinge in unser Leben zu kreieren oder zu manifestieren, dann stehen wir schon mal an. Wovor hast du am meisten Angst? Das ist eine so wichtige Frage. Was befürchtest du am meisten? Was möchtest du nie wieder in deinem Leben erleben? Und dahin zu schauen und zu wissen, dass ich diese Ängste und Befürchtungen erstmal anschauen darf und sie komplett loslassen muss, damit ich keine Erfahrung dieser Art und Weise mehr in mein Leben kreiere. Und das sind so versteckte Dinge, gerade Ängste und Sorgen, Befürchtungen. Das ist eins der wichtigen Dinge, die wir anschauen müssen. Was ist es, was ich nicht mehr will? Was ist es, was ich verabscheue? Was ist es, was ich auf gar keinen Fall in meinem Leben haben möchte? Weil wenn du nicht weißt, was das wirklich ist, dann wirst du es immer wieder mitkreieren. Weil nur allein dadurch, dass du es nicht haben willst, läuft diese Energie mit, diese Befürchtung. Du willst etwas nicht haben, bedeutet, dass du es beachtest, dass du es betrachtest, dass du es suchst, um dich davor zu schützen. Wovor möchtest du dich schützen? Wir alle möchten uns vor Enttäuschungen schützen. Vor Enttäuschungen in der Art, wie wir schon enttäuscht worden sind. Das ist ein riesengroßes Schutzprogramm. Und dieses riesengroße Schutzprogramm führt dazu, dass wir immer wieder auf die gleiche Art und Weise enttäuscht werden. Ich kriege immer wieder Feedbacks auf diese Art und Weise. Und es geht immer um Enttäuschungen. Ich habe probiert, ich habe es probiert. Dann bin ich wieder enttäuscht worden. Ich bin ein Pechvogel. Bei mir klappt es nicht. Ich versuche doch alles. Aber es wird nicht besser. Kennst du das? Und ich weiß, dass es so wichtig ist, dass wir die richtige Ansicht bekommen für das, was jetzt ist, für das, was unsere Situation jetzt ist, was wir jetzt in unserem Leben haben,
dass wir da die richtige Ansicht bekommen, durch welche Glaubenssätze und Überzeugungen das, was jetzt ist, noch genährt wird. Und es ist so wichtig, ein großes Lebenskonzept zu haben, das damit anfängt, dass du weißt, wer du wirklich bist und dass du weißt, dass das Leben tatsächlich da ist, um dir ganz viel Liebe und Unterstützung zu geben. Um dir alles zu geben. Das Leben ist hier, um dir alles zu geben, um dir Freude zu geben, um dir Fülle zu geben, um dir Reichtum zu geben. Das Leben ist hier, um dir das zu geben. Und du bist hier, um das erstmal zu wissen, anzunehmen und zu akzeptieren. Und was trennt dich jetzt von diesem schönen Leben in Liebe, in Reichtum und in Unterstützung? Und das sind Befürchtungen vor Enttäuschungen. Das ist so groß. Und wir haben alle einen riesen Sack an Enttäuschungen im Laufe unseres Lebens erlebt, wo wir sagen, nein, nicht mit mir. Und unser logischer Verstand versucht, uns vor diesen Enttäuschungen mit zu unterstützen. Und der logische Verstand, der weiß nur eins. Wie ist es zu dieser Enttäuschung gekommen? Und damit es nicht nochmal zu dieser Enttäuschung kommt, muss ich schauen, dass ich diesen Weg nicht nochmal begehe. Das heißt, im konkreten Beispiel, du bist von einer Person enttäuscht worden. Diese Person war so und so, hatte die und die Lebenseinstellung. Mit dieser Person hast du die und jene Situationen durchlebt. Und plötzlich kam der Moment, wo diese Person dich enttäuscht hat. Dein logischer Verstand, der weiß alles noch. Der weiß es so gut, dass er immer wieder Alarm ruft, wenn eine ähnliche Situation im Anmarsch ist, wenn eine ähnliche Person im Anmarsch ist, dann kommt Alarm. Und dieser Alarm ist so wertvoll, weil dieser Alarm, der dir sagt, oh mein Gott, davor habe ich Angst, das will ich nicht nochmal, ich schütze mich, ich weg damit. Dieser Alarm bedeutet aber nicht, dass du in Gefahr bist. Dieser Alarm löst aber dieses Gefühl von Flucht oder Angst oder Kampf in dir aus. Aber dieser Alarm heißt was ganz anderes. Dieser Alarm heißt nur, du hast hier eine Überzeugung, dass etwas Unerwünschtes in dein Leben treten könnte, wenn du in dieser Situation weiter verharrst. Aber die Wahrheit ist, dieser Alarm heißt, wenn du diese Überzeugungen, diese Ängste und Bedenken weiter als wahr für dich anerkennst, dann wirst du wieder in diese Situation reinkommen. Wenn du als Wahrheit glaubst, dass ein Mensch unzuverlässig ist, dann wird dieser Mensch dir zeigen, dass er unzuverlässig ist. Wenn du als Wahrheit glaubst, dass du nicht mehr als so und so viel Geld verdienen kannst, dann wird dir das Leben das zeigen. Wenn du als Wahrheit glaubst, dass das, was du tust oder wofür du dich entschieden hast, negative Konsequenzen für dich hat, dann wird dir das Leben zeigen, dass du recht hast. Das ist so wichtig, dass du das erkennst. Diese Sachen, die du glaubst und die du befürchtest, die ziehen dich zu dem,
was du befürchtest. Und unsere Kraft und unsere Macht ist so groß, dass wir, wenn wir nur unsere Ansicht gegenüber uns oder anderen Menschen verändern oder gegenüber einer Situation, gegen jede Logik, gegen jegliche Erfahrung, dass sich der andere Mensch und dass sich die Situation oder was auch immer dich gerade bedrückt, verändert. Und zwar so verändert, wie du es glaubst. Und das ist eins der schwierigsten Dinge, etwas anderes zu glauben, was du dein ganzes Leben lang geglaubt und bewiesen bekommen hast. Weil du bist mit Glaubenssätzen und Überzeugungen und Einstellungen auf diese Welt gekommen. Und diese zu verändern, ist eines der schwierigsten Dinge. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus meinem Leben. Meine Mutter ist Alkoholikerin. Ich habe zwar seit über 30 Jahren keinen Kontakt mehr mit ihr, aber ich bin mit ihr aufgewachsen als Alkoholikerin. Eine Alkoholikerin, die ist absolut unzuverlässig. Eine Alkoholikerin macht Versprechen, die sie nicht einhalten kann. Eine Alkoholikerin ist von einem Moment auf den anderen nicht mehr ansprechbar. Eine Alkoholikerin hat Wutausbrüche. Eine Alkoholikerin beschuldigt mich, macht mich klein, ist ungerecht, fair, unfair, gemein und verletzend. Das habe ich erlebt. Davon bin ich geprägt. Und diesen Stempel hat lange Zeit jeder Alkoholiker von mir bekommen. Für mich war jeder, der ein Alkoholproblem hatte, ein bösartiger Mensch. Für mich war jeder, der ein Alkoholproblem hatte, aus meinem Leben zu schieben. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Es waren schlechte Menschen. So bin ich geprägt worden, so hat sich mein logischer Verstand die ganze Situation erklärt, als kleines Kind. Und das habe ich weitergetragen ins Erwachsenenleben. Und was ist mir begegnet? Alles, was dieser Überzeugung entsprochen hat. Was habe ich mir verwehrt? Die Menschen als das zu sehen, was sie sind, die Alkoholiker, die Wahrheit in einem Alkoholiker zu sehen. Ich habe mir verwehrt, Liebe anzunehmen von meiner Mutter, weil ich nicht wollte, dass ein Mensch, der böse ist und der mich verurteilt, der mich klein und niedermacht, dass der mich liebt. Ich wollte von meiner Mutter nicht geliebt werden. Ich habe nicht erlaubt, dass sie mich in den Phasen, wo sie mich hätte lieben können, liebt. Ich habe alle Schotten zugemacht und wollte von meiner Mutter nicht geliebt werden, weil sie so bösartig war, weil sie mich so klein gemacht hat, weil sie mich so beleidigt hat, weil sie mich so hängen hat lassen und so weiter und so fort. Und bis ich das gemerkt habe, dass ich dadurch mich nicht lieben lasse von Menschen, die mich enttäuscht haben, von Menschen, die vielleicht aus was für einem Grund auch immer nicht auf meiner Seite waren, aus was für einem Grund auch immer nicht für mich da sein konnten. Ich hatte entschieden, dass solche Menschen mich nicht lieben dürfen. Und da könnt ihr euch vorstellen, was ich in mein Leben gezogen habe. Unabhängig vom Alkoholismus, Menschen, die mir das gezeigt haben, dass ich fallen gelassen werde, dass ich nicht unterstützt werde,
dass ich nicht gut genug bin, dass ich falsch bin, dass ich eigentlich komplett daneben bin, dass ich eigentlich absolut verachtungswürdig bin. Dass man mich ablehnen, fälschlich beschimpfen, belügen und betrügen muss. Wie lange habe ich so Menschen in mein Leben gezogen? Wie lange habe ich so unter so Menschen gelitten? Ich habe euch gerade vorher gesagt, meine Mutter habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Aber dieses Abbild meiner Mutter, diese Energie meiner Mutter, habe ich ähnlich energetischen Menschen einfach übergestülpt. Wenn einer so eine ähnliche Energie hatte wie meine Mutter, dann habe ich ihm dieses ganze Mutter-Energie-Paket, diese Ansicht über diese Person übergestülpt. Wenn da nur ein paar kleine Trigger waren, die mich ähnlich daran erinnert haben, dass die Menschen getickt haben wie meine Mutter, die gerade dieses ganze Paket, was ich von meiner Mutter gedacht, gehalten hatte, was sie für ein Mensch ist, wie ich sie abgelehnt habe, dieser Person übergestülpt und habe aus einer Person einfach eine Kopie meiner Mutter gemacht. Und habe mich dieser Person gegenüber genauso verhalten energetisch wie meiner Mutter gegenüber und habe von dieser Person genau das Gleiche zurückbekommen, was ich als kleines Kind mit meiner Mutter erlebt habe. Ich habe es immer wieder dupliziert. Ich habe dieses Mutterenergie-Ansichtspaket über irgendeinen Menschen, der einigermaßen in der gleichen ähnlichen Schwingung war wie meine Mutter, das gleiche Paket übergestülpt und habe das gleiche Erlebnis gehabt mit dieser Person, wie ich als Kind mit meiner Mutter das Erlebnis hatte. Und so funktioniert es. Es sind energetische Pakete, die wir mit uns rumtragen, die wir überall draufschmeißen, wo wir noch nicht geklärt haben, wenn wir noch keine Klärung haben, wenn wir dieses Paket, bei mir dieses Mutterpaket, wenn das nicht geklärt ist, finde ich immer wieder Mütterpakete, mein ganzes Leben lang, egal ob als Mann oder als Frau. Danke, Sibylle. Ich werde es immer wieder finden. Und wenn ich das durchschaue und weiß, dass diese Horrorenergie, ja, diese Horrorvorstellung einer Mutter, diese Horrorvorstellung, die ich dann auf Menschen übertragen habe, in meiner Vorstellung wohnt. Sie wohnt in meiner Vorstellung. Wenn ich das weiß, kann ich es lösen. Wenn ich das weiß, kann ich es loslassen. Und kann ich meine Vorstellung verändern? Ich kann Menschen anders sehen. Ich kann Menschen, die andere Energien haben, die sich anders anfühlen, entgegen ihrer Energie mit meinem neuen Menschenpaket, energetischen Paket versehen. Und diese Person wird sich verändern. So eine Kraft und so eine Macht haben wir. Wir können jede Version einer Person aus jeder Person herauskitzeln. Je nachdem, in was für eine Resonanz wir gehen, je nachdem, was wir in dieser Person sehen. Und es ist eins der schwierigsten Dinge, einer Person, die vergangene Erfahrungen und vergangene energetische Pakete in dir triggert, jetzt plötzlich ohne einen Grund etwas anderes zu sehen. Und es ist genau das, was immer passiert. Warum sich Beziehungen auflösen? Weil irgendwelche Prototypen an Überzeugungen und an Ablehnungen über eine Person drüber gestülpt werden und nichts mehr da ist von bedingungsloser Liebe, nichts mehr da ist von der Connection, von Herz zu Herz Connection, nichts mehr da ist von deinem göttlichen Selbst, das sich mit dem anderen göttlichen Selbst verbinden kann, weil hier deine ganzen Vorstellungen wild gehen. Und das ist die größte Aufgabe, die es geht, anzuerkennen und anzunehmen,
Und in einer Person, egal wer oder was es ist, was sie oder er getan hat, das Gewünschte zu sehen. Und zwar so lange, bis sich die gewünschten Umstände, bis sich die gewünschten Reaktionen einstellen. Du kannst aus jeder Beziehung eine Liebesbeziehung machen. Aber dazu musst du selber die Liebe sein. Dazu musst du selber den Blickwinkel der Liebe haben. Und der Blickwinkel der Liebe ist für mich der Blickwinkel des göttlichen Verstandes, des göttlichen Denkens. Was weiß das Göttliche über den anderen? Der andere ist perfekt. Der andere ist fehlerlos. Der andere ist fehlerfrei. Was weiß mein Verstand über den anderen? Die ganze Geschichte, die ganze Überzeugung, die ganzen Dinge, Erlebnisse, die man gemeinsam hatte. Und hier zu switchen, und aus diesem menschlichen Verstand und der menschlichen Erinnerung in diese göttliche Perspektive zu gehen und darauf so lange zu beharren, bis aus deiner inneren göttlichen Welt das Bild sich nach außen projiziert in die reelle Welt, die Realität. Bis du die Realität geswitcht hast, bis du in einer neuen göttlichen Realität hier und jetzt lebst und die du auch anfassen kannst, braucht es so eine lange Beharrlichkeit in dir drin, deine Welt, deine Weltanschauungen, deine Überzeugungen zu verändern, dass deine innere Überzeugung der absoluten Liebe und Bedingungslosigkeit nicht mehr gestört wird durch irgendeine Realität da außen. Das ist Übung. Und wenn dich das anspricht und du deine eigenen Sachen klären möchtest, kannst du heute Abend noch dabei sein. Wir haben die zweite Sitzung von diesem Mini-Mastermind für 99 Euro, wo es wirklich um diese bedingungslose Kreation geht und um dein bedingungsloses Schöpfersein, in das du mehr und mehr eintreten darfst und mehr dieses Außen, die äußere Realität, die dir nicht gefällt, hinlassen darfst, und zwar so lange, bis es wieder diesen Switch gegeben hat und das Außen nur noch das ist, was du innen möchtest. Und diese Beharrlichkeit, da gibt es Tricks, da gibt es hier Überlegungen, die du immer wieder tun musst, die entgegen jegliches, was du jemals gelernt hast, laufen. Und es ist so spannend, was alles möglich ist. Und es ist so spannend, wie schnell es möglich ist, wenn du wirklich in diesen göttlichen Zustand eintrittst, der dein Normalzustand ist, den du aber nicht gelernt hast, den du wiederfinden darfst. Aus diesem göttlichen Zustand dein Leben kreierst. Dann passieren Wunder und Magie. Aber diesen Zustand zu erreichen, dazu musst du einen anderen altbekannten Zustand verlassen. Und das braucht auch Übung. Und mein Steckenpferd ist es jetzt wirklich, diese Bedingungslosigkeit mehr und mehr und klarer zu lehren und zu leben und vorzuleben. Und es ist der einzige Weg, dein Leben zu verändern. Du kannst tun, was du willst, es wird sich nichts verändern. Du kannst fühlen, was du willst. Es wird sich nicht verändern. Erst dann, wenn sich deine Gedanken, deine Vorstellungen und deine Überzeugungen verändern, dann wird sich was verändern. Und wir sind hier so gefühlsgetrieben, weil die Gefühle so dominant sind, dass wir ganz, ganz oft nicht in der Lage sind, einzuhalten und zu sehen, welche Überzeugung war denn, bevor der Gedanke kam? Was habe ich geglaubt? Was habe ich befürchtet, bevor der Gedanke kam? Und es ist alles Energie, die sich in unserem Verstand entwickelt. Und diese Energie wird von uns ausgestrahlt. Und wenn diese Energie, das ist eben diese Gehirn- und Herzkohärenz, wenn das Hirn so denkt wie das Herz, dann hast du deinen göttlichen Mind aufgesetzt. Dann bist du in diesem gottgleichen Zustand. Aus
dem heraus die Wunder geschehen. Und dieser gottgleiche Zustand, den erlaubst du dir nur, wenn dieser Verstand klar weiß, um was es geht. Und das zu lernen, ist unsere Aufgabe hier auf dieser Welt. Und aus diesem menschlichen, verheerenden, im Mangel lebenden, in Trauer und Leid lebenden Zustand auszutreten und in diesen gottgleichen Zustand der Fülle, der Freude und der Liebe einzutreten. Dazu sind wir hier, für nichts anderes, um diesen Transit zu machen, um da zu verstehen und wieder zu Hause anzukommen. Dazu sind wir alle hier. Und nicht, um zu kämpfen, zu fighten, um Rechnungen zu bezahlen, um es schwer zu haben. Im Gegenteil. Um diesen gottgleichen Zustand erlaubt uns, als Göttin oder Gott zu leben. Und das bedeutet wiederum, dass die schönen Dinge in unser Leben fallen. Dass wir sie kreieren, sie sind einfach da, weil wir dieser energetische, göttliche Abgleich sind von diesen wunderbaren Dingen, die für uns da sind, die auf uns warten. Wenn du mehr wissen willst, es ist nicht von heute auf morgen getan. Es ist auch nicht mit der Session heute Abend getan. Es hat ja letzte Woche schon eine Session gegeben, wo ich mein 6-Schritte-Konzept vorgestellt habe, was wirklich so ein Kernanfang ist, auf Papier wirklich zu arbeiten. Heute geht es wirklich darum, die Energie dahinter zu setzen. Die Energie hinter meine Vorstellungen klar zu machen, klar zu rücken. Und diese Energie, die wir brauchen, das ist einfach die bedingungslose Liebe. Und wenn du einen Menschen, den du ablehnst, nicht bedingungslos lieben kannst, kannst du diesen Menschen auch nicht verändern. Und verändern nicht in dem Sinne, irgendwas zu manipulieren und zu kontrollieren, sondern als deine beste Version zu kreieren. Die beste Version von jedem Menschen, der dir begegnet, in dein Leben zu ziehen. Dann sind wir alle frei. Dann sind wir alle froh und dann sind wir alle glücklich und dann helfen wir einander, so wie es gedacht ist. Und auf diesen Weg zu kommen, ist für mich der Weg der Freiheit und der Befreiung. Also ich freue mich, wenn du dich noch anmeldest, ganz einfach, Link drücken, Kreditkarte oder Sofortüberweisung machen, 99 €, kriegst ein E-Mail mit dem Link zum Zoom-Raum heute Abend. Du bist dabei, du siehst, wie es ist. Du kannst dich sogar danach noch entscheiden, ob du die Aufzeichnung von letzter Woche kaufen möchtest. Es ist ein einmaliges Angebot, wirklich nur für einen symbolischen Preis. Weil ich möchte, dass ganz, ganz viele Menschen verstehen, um was es wirklich geht. Hier, jetzt, in diesem Moment, auf dieser Erde, in diesem Leben. Und dass es ganz sicher, sicher, sicher für jeden von uns gedacht ist, dass es großartig ist. Ja, ihr Lieben, ich komme zum Ende. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Es ist alles, alles möglich. Es ist alles möglich. Wir können alles verändern. Wir müssen nichts hinnehmen. Es ist nichts für uns gedacht, niemals, dass wir irgendwo ein Karma haben, das wir ableben müssen, irgendwo ein schlechtes Omen und so weiter und so fort. Wir müssen gar nichts tun, wir brauchen eigentlich keine Rituale, wir brauchen keine Vorhersehungen, wir brauchen nichts von außen. Nichts von außen hat eine Macht auf uns, wenn wir diese Macht nicht abgeben. Wir sind hier komplett klar in unserer göttlichen Power, in unserer Schöpferpower, aus der Liebe heraus zu erschaffen. Ein Leben für einen selbst und für andere. Dafür sind wir hier, das zu lernen. Das ist wie Laufen lernen. Es gibt keinen, der das nicht hier auf dieser Welt ist, wenn du schon einen Sinn des Lebens suchst.
dann ist es genau dieser Sinn des Lebens. Dann ist es das, der Sinn des Lebens eines jeden selber, in diese Göttlichkeit, in diese göttliche Schöpferkraft einzutreten, in diese göttliche Perspektive einzutreten und aus dieser heraus zu schaffen, als Ebenbild der göttlichen Idee, das, was die Wahrheit bedeutet für uns. Wir sind alle ein Sonnenstrahl der göttlichen Idee. Jeder einzelne von uns. Und das zu erkennen, ist mit hundertprozentiger Sicherheit der Sinn des Lebens. Für alle. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch heute Abend, die neu dazukommen. Macht diesen Schritt, erlebt es. Es ist eine andere Welt in so einem Coaching. Es sind andere Ansichten als die, die du täglich mit dir rumträgst, als die, die du gelernt hast, als die, die auch dazu beigetragen haben, dass die Dinge in deinem Leben waren, die dir so wehgetan haben, die dich so eingeschränkt haben, die dich so unterdrückt haben. Es ist nicht die Idee für nichts und niemanden. Bye, bye, bis dann.